Von Sonne und von Wärme, von Feuchtigkeit und Licht gibt's im Frühjahr viel zu wenig und dann wachsen Pflanzen nicht. Doch manche schaffen's trotzdem, blühen früh im ganzen Land. Von Februar bis Mai, sie werden Frühblüher genannt. Sie blühen, sie sind als erste da. Es kommt das Schneeglöckchen, dann Nelken, Klatschmohn, Löwenzahn. Auch Krokus und Narzissen fangen früh zu blühen an. Tulpen, Gänseblümchen, Veilchen, Hyazinthen lassen am Jahresanfang die Winterzeit verschwinden. Sie blühen, sie sind als erste da. Zwiebeln, dort sind Nährstoffe gespeichert, vor Kälte gut geschützt, im Jahr davor schon angereichert. Alle Zwiebeln haben Wurzeln und ziehen Wasser aus dem Boden. Voller Kraft und Energie wächst der Pflanzensprossnach oben.